jede Sozialisation eines Kindes und Jugendlichen ist anders. Ich kann Großeltern gehabt haben, Tanten, Eltern, Geschwister, wie auch immer, die mich gefördert haben, die mir zugesprochen haben, die mich gelobt haben, die mich herausgefordert haben oder die mich behindert haben in meiner Entwicklung, die mir zu verstehen gegeben haben, du kannst nichts. Und mit diesen Beliefs, das sind dann so Glaubenssätze, mit denen solche Menschen dann oft herumlaufen. Und weil das natürlich etwas Bedrohliches ist, das ist ja das Perfide an unserer Psyche, wird das weggepackt, wird das so irgendwo versteckt, unten drunter. Und wir glauben dann, es wäre weg. Es ist aber nicht weg, sondern es ist immer da und es kommt immer wieder hoch in diesen Situationen. Diese Spiegelneuronen, die wir im Gehirn haben, das ist ja nun nachgewiesen, dass was wir immer so sagen, was wir immer geäußert haben, der Spieler merkt das, wenn du ihn nicht magst. Da kannst du sagen, was du willst, das spürt der. So, das sind dann so, das ist auch ein Glaubenssatz. Aber der ist mittlerweile wissenschaftlich untermauert. Wenn ich dem Spieler sage, du bist ein guter Spieler, in Wirklichkeit denke ich, du bist eine Wurst und du wirst es nicht schaffen, dann ist das etwas, was ich ihm auf einer feinstofflichen Ebene unbewusst spiegele und was er mitnimmt. Ohne dass er es weiß, vielleicht spürt das oder auch nicht, aber auf jeden Fall kriegt er das mit. Als Feldspieler habe ich natürlich erstens mehr Möglichkeiten, mal eingewechselt zu werden. Als Torhüter gibt es nur diese eine, als Feldspieler kann ich mal da und dort eingesetzt werden. Und das versuchen wir natürlich dann auch eben die Belastung auch zu verteilen. Deswegen hat man auch oft jüngere Spieler, die sich entwickeln, wo man sagen, so, das sind jüngere Spieler, die kommen langsam ran. Die, wenn sie bei uns nicht spielen, haben sie Spielpraxis in der zweiten Mannschaft. Sonst sitzen sie bei uns auf der Bank, kommen rein und wir wollen schauen, dass sie sich weiterentwickeln und irgendwann mal den Sprung zum Stammspieler schaffen. Da ist es wichtig, dass man gute Berater hat, dass die Trainer auch das und die sportliche Leitung das Richtige macht für diese Spieler, dass sie sich trotzdem weiterentwickeln und nicht jahrelang sich mit so einer Situation anfreunden, ich sitze halt so rum und spiele nicht, weil das ist natürlich auf Sicht dann auch nicht das Richtige. Aber das ist eigentlich auch, das wird auch nicht passieren eigentlich. Ne? Also jemand, der dann hinten dran ist und nicht versucht, in die Mannschaft zu kommen, der bekommt mit uns ein Problem. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben eines Trainerteams und einer sportlichen Leitung, eben alle Spieler mit einzubinden und ihnen eine Wertigkeit und Wichtigkeit zu geben, selbst wenn es dann manchmal nicht möglich ist, ihnen immer Einsatzzeiten zu geben. Dazu müssen viele Gespräche geführt werden. Der Spieler muss spüren, wie wir uns für ihn interessieren, dass er sich trotzdem weiterentwickelt, dass wir zusätzliche Dinge machen. Natürlich, dass wir ihm auch vertrauen, dass er schon mal eingewechselt wird. Aber die Leistung muss natürlich von ihm kommen. Er muss sich das verdienen und erarbeiten. Aber das ist auch ein permanenter Coaching-Prozess mit den Spielern zusammen.